Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Diesmal in Woche 9. Und hier stehen sie schon, unsere Leute, bereit. Ich frage mich ja, ob Livos diese Müllpflanze mit Absicht da stehen lässt oder ob er einfach nicht weiß, dass er eine da stehen hat. Ja, Woche 9 mittlerweile und bei mir ist es so, dass ich schon Oma geworden bin. Was auch mein Ziel ist, dass unsere älteste Tochter, die ja mittlerweile erwachsen ist, dass die mit ihrem Sohn, dem Luis Emilio, dass die dann mal auszieht. Ich bin am Überlegen, ob wir sie nochmal schwängern. Also wir machen die Hochzeit mit ihrem Mann. Matteo haben wir ihn, glaube ich, genannt. Und dann wohnen die ja direkt gegenüber in diesem schönen Haus hier. Und dann habe ich mir halt überlegt, dass wir sie dann vielleicht nochmal schwängern. Und dass die dann halt noch ein zweites Baby bekommt, aber nicht mehr in diesem Haushalt. Vielleicht müssen wir sie dann auch schwängern, wenn sie dann nebenan ist oder so. Aber wir werden mal schauen. Ja, das hier ist unser Enkel, Luis Emilio. Tja, mit dem spanischen Vater. Deswegen hat er so einen Doppelnamen und so einen Doppelnachnamen. Aber hey. Ja, wo waren oder sind wir stehen geblieben? Wir wollen ja mittlerweile mal Level 10 erreichen. Das heißt, wir müssen uns noch am Programmieren üben und am Videospielen. So, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast langsam Hunger, ne? Unser schöner Isaiah. Ich glaube, der wird auch älter, ne? Oh, er wird älter. Okay, dann müssen wir eine Geburtstagsfeier machen. Danik wird auch erwachsen. Oh, ist das krass. Aber Danik wird hier wohnen bleiben. Ja, ich würde die Manieren gern noch hochkriegen. Das heißt, wir werden ihn in diese freiwilligen Arbeit schicken, dass das hier ein bisschen nach oben geht. Vielleicht kriegen wir ja Empathie sogar noch hoch oder so. So, und Emilias wird dann einen Job annehmen. Ich habe übrigens überlegt, dass er zusammen mit Chihiro älter wird oder ein paar Tage später, damit wir das nicht ganz so krass haben. Dass, wenn sie irgendwann stirbt, dass er hier noch so ein halbes Leben länger da ist oder so. Ja, gut, dann darf Chihiro jetzt erstmal eine Party planen und sich dieses Outfit hier umändern. So. Jetzt ziehen wir unser Alltagsoutfit an. Und werden einen Kuchen machen in unserer schönen Küche. Und gibt es hier nicht eine blaue? Da. Wir wollen einen blauen Konfettikuchen. Oder Isaiah möchte das. Sagen wir es mal so. Du wirst in der Zeit mal das Örtchen verwenden und nachdenklich duschen. Und du gehst auch mal nachdenklich duschen. So, mein Headset hat mir gerade Bescheid gesagt, dass es sich abmelden kann, aber es soll es nicht. So, dann, er geht ja nachdenklich duschen, dann darfst du mal meditieren. Und... Du bist ja hier gerade so dabei, deine Kunst hier zu machen. Das ist gar nicht unser Gemälde. Wem gehört das denn? Ist das deins? Das ist ja interessant. Dann werde ich es jetzt einfach mal zerstören. Ich glaube, Danik hat das angefangen, aber ist jetzt ja auch egal. Okay, mach erstmal ein kleines. Wobei, haben wir irgendwo was zu verkaufen? So, sie kann was verkaufen. Wir können ja hier mal schnell einen Frosch machen und den verkaufen. Dann können wir uns auf jeden Fall ein großes Gemälde leisten. Und du machst das auch. Landschaftsgemälde. Nein, du machst mal ein realistisches großes Gemälde, weil du wirst da doch in die Malerkarriere gehen. Und wir werden dann spontan entscheiden, ob er mitaltert oder nicht. Klassisches Gemälde, ein großes klassisches Gemälde. Nee, nicht du. Danik. Danik soll das große klassische Gemälde malen. So. Aya, was macht sie denn mal am besten? Eigentlich kannst du auch mal duschen gehen. Wir haben gar keine Dusche mehr frei, doch hier unten. So, nimm mal eine nachdenkliche Dusche oder eine erfrischende. Du bist ja so sportlich. Und dann darfst du bewässern. Oder bewässer das bitte mal erst und geh dann eine erfrischende Dusche nehmen. Und Luis wird jetzt gerade noch entspannt schlafen, dann passt das. So, du...
Jetzt müsstest du nach ganz oben rennen fürs Töpfchen, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wir können ja mal hier unten schnell ein Töpfchen hinstellen. Jetzt habe ich schon 5 Minuten damit verschwendet, hier mich zu organisieren. Aber egal. Ich mache jetzt so lange, wie ich brauche. Ich habe jetzt ja schon angefangen, das an 2 verschiedenen Tagen immer aufzunehmen, weil ein Tag schon zu wenig ist. Für mich. Ah, das kostet 200. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Warte, wir nehmen mal das von oben und stellen das mal kurz hier unten hin. So. Dann kann Isaiah nämlich erstmal hier aufs Klo gehen. Und ich habe bestimmt noch irgendwas zu essen hier drin. Italienische Fleischbällchen, Qualität. Ah, das ist jetzt so hervorgehoben, das ist ja cool. Es gab übrigens ein fettes Update, wie man sehen kann. So, dann darf Isaiah jetzt mal morgens um 8 Spaghetti essen. Das passt schon. So. Jetzt sind alle versorgt, ne? Das ist gut. Das ist gut. Wie sieht es denn bei dir mit der Arbeit aus? Ja, das passt. Vielleicht kriegen wir es hin, dass sie befördert wird. Aber nur vielleicht. So, was hat Isaiah erreicht? Isaiah braucht noch Fantasie. Das heißt, er wird sich vorm Altern mal schnell mit dem Tablet beschäftigen. So, Chihiro macht im Kaffeedings oder in der Teemaschine, ich weiß gar nicht, was es ist. Bin mal gespannt, wie gut der Bugfix-Patch ist, ob hier jetzt alles, was irgendwie komisch war, gefixt wurde. Ich hoffe es. Kann ich die Blumen mal verbessern? Ja, kann ich. Was machst du? Du gehst duschen. Du sollst das hier auch noch bewässern. Du Troller. Er kann schon richtig schön laufen. Gut, dann werde ich jetzt mal anfangen, hier die Blumen zu verbessern, weiterentwickeln. Und sobald Isaiah dann Level 3 erreicht hat, was soll das denn? Das ist ja interessant hier. Ah. Manchmal stellt sich meine Tastaturfunktion ein bisschen um. Ich habe ja so 3 verschiedene Sachen, die ich anwählen kann. So, Level 2 der Gartenfähigkeit. Das ist schön für Aya. So, die Qualität zahlt sich aus. Wir entwickeln das auch schön weiter, weil das gibt dann immer richtig Geld. Und ich werde Livos jetzt mal 2 Frösche hier hinstellen. Also ich bin erstmal so nett und schmeiß hier das hier in Müll, was er hat. Werde seine Teller jetzt auch mal in Müll schmeißen. Und dann werde ich ihm die beiden Frösche auf den Tisch stellen und ihm dann mal schreiben. Ja, wir feiern den Geburtstag dann. Kein Stress. Und dann werde ich ihm schreiben, dass er die Frösche immer züchten kann, wenn er Lust hat. Oder er verkauft sie dann einfach. So. Dann möchte ich hier auch weiterentwickeln. Wenn wir schon mal dabei sind. So, den können wir nicht weiterentwickeln. Das ist ja toll. Alle nur den nicht, ne? Makellos, brillant, umwerfend. So, Isaiah. Fang mal an. Deine Fantasie. Die Macaroni packen wir mal hier hin. Du kannst ja schon mal etwas kochen, und zwar Pan de Muerto oder auch nicht. Dann vergiss es einfach. Schau einfach Fernsehen, Kochkanal. So, er geht in die Freiwilligenarbeit, wenn der Isaiah älter geworden ist. Dann nimmt der Papa auch einen Job an. Alte, du sollst das weiterentwickeln. Wie
Die harte Arbeit zahlt sich aus. Okay, dann darfst du halt auch einfach den Kanal schauen. So, was hast du denn Schönes gemalt, mein Lieber? Ja, bei Livos braucht man nicht gucken. Er hat so ein hübsches Bild gemalt. So, wo hängen wir das denn mal hin? So, Mom und Dad. Komm hier so hin. Das packen wir mal hier hin. Dann kann er sich das nämlich einrahmen. So, Leinwand rahmen. Er will Hausaufgaben machen. Du trinkst vielleicht erstmal was, bevor du nämlich die Gäste aussaugst. Warum bekommt er nicht Fantasie? Doch, er bekommt. Okay. So, und dann trinkst du vielleicht mal noch eins. Trinken, 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 mein Lieber. Unsere schönen Kätzchen, die wir überhaupt nicht vernachlässigen oder so. Nein. Das nächste Mal kaufen wir uns nur eine Katze oder so. Okay, dann machst du jetzt Hausaufgaben. Was ist es denn bei dir? Du bist ein Einserschüler. Weißt du was? Du brauchst die Hausaufgaben gar nicht mehr zu machen. Genau, wir verkaufen die jetzt auch mal ganz dreist, damit er nicht auf die Idee kommt, sie nochmal machen zu wollen. Aber du kannst ja hier nochmal Vampirismus weiterlesen. So, und dann darfst du jetzt schon mal die Party planen. Aya muss dann zur Arbeit. Das ist ja schlecht. Ruf doch mal schnell an, dass du einen Tag Urlaub haben willst. So. Ich könnte natürlich auch in Elternzeit gehen, ne? Dein Geld reicht nicht. Dann machen wir es nur im Familienkreise. So, geh mal in Elternzeit. Elternzeit wird schon passen. Dann kannst du ja mal deinen Sohn hier vergnügen, beglücken, was auch immer. Schaukeln, reden. Liebkosen, Windel wechseln. Ja, alles, was so ansteht. Kannst du mal bitte schneller deine Fantasie auf Level 3 bringen? Danik hat gelesen, dass talentierte Vampire andere Sims in Vampire verwandeln können. Luis, Emilio und Aya sind soeben beste Freunde geworden. Oder gute Freunde. Mensch. Katze. Nein! Ey, du Trottel. Jetzt darf ich neuen Kuchen backen. Ich hasse das, ne? Da bedient er sich einfach am Geburtstagskuchen seines Sohnes. Ey, das ist so ein Rabenvater. Der Kleine freut sich total auf seinen blauen Konfettikuchen, den er gleich mit Kerzen auspusten darf. Und was macht er? Er klaut erstmal das Stück davon. Sodass man da keine Sachen mehr drauf. Du bist so ein Rabenvater, du Typ, ne? So, wir verkaufen das erstmal. Und dann malst du jetzt einfach mal das nächste, damit du ja keinen Unsinn mehr machst. Und diese Katze. Irgendwie werden die auch nicht älter, diese Katzen hier, ne? Das ist sehr interessant. Guckt ihr jetzt von dort aus Fernsehen? Du kannst ja mal Sims Forever spielen. Mensch, die Bugfix haben ja gut funktioniert. Ah, jetzt geht's. Okay. So, Isaiah hat gleich Level 3 erreicht. Dann kann er jetzt den Geburtstagskuchen gleich auspusten. Er wird Hunger haben und müde sein, aber das ist kein Problem. So, Chihiro. Mach mal deinen Sohn zum Kind. So, Geburtstagskerzen hinzufügen. Level 3, ne, hat er jetzt, oder? Yes, hat er. Geil.
Okay, dann darfst du helfen, Kerzen auszubladen, blasen, Isaiah. Jetzt leg doch das Tablet weg, du Kind. Gucken wir mal. Geh mal hier hin. Foto machen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, dann halt so. Super, toll. Isaiah, ich habe überlegt, er wird so das kluge Köpfchen. Danik ist der Kreative und Isaiah der Kluge. So, wir machen ihn erstmal zum Genie. Das kann ja nicht schaden. Okay. Darfst du dir einen Kuchen nehmen? Müde. So. Wo ist denn Aya? Mach mal ein episches, energiegeladenes Training. Und wir machen noch mal ein Foto von dir. Fürs Schlafzimmer. Wir wollten ja eigentlich ganz viele Fotos von den Kindern und alles machen. So. Mensch, das ist doch ein schönes Foto für die Mutter. Dann kannst du ja mal ein Foto von Emilias machen. Wird er jetzt hier abfeiern? Das sieht doch geil aus hier. So. Du gehst dich jetzt erstmal umändern. Und wir müssen dein Zimmer ja umgestalten. So. Sie schläft. Da können wir auch ein Foto von machen. Dann haben nämlich Danik und Isaiah, wenn dann alle tot sind, so ein paar Erinnerungsfotos. So. Oh Gott, sieht ja schlimm aus. Ich wollte ihn zu so einem Streber machen. Diese Kurzhaarfrisuren, die sind echt der Burner. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Bei mir haben die fast alle immer dieselben Frisuren, ich weiß. Was Schickes gibt es hier aber auch nicht wirklich, ne? Ist ein bisschen dünn. Aber wenigstens ist er nicht dick geworden. Ich finde, die Hose passt dazu überhaupt nicht. Wobei das hier auch kein schlechtes Outfit ist. Aber sein Zimmer ist ja eher blau bis jetzt, ne? Ja, wir nehmen mal das Blaue. Wobei das Rote. Ne, wir nehmen das Blaue. Jetzt müssen wir natürlich nur noch passende Schuhe finden. Was sich ja immer als nicht so leicht herausstellt. Wir nehmen mal die. So, hier kann er aber wirklich der Gentleman sein. Nimmt der einen weißen?
Ja, er nimmt mal einen weißen Anzug. So Sportkleidung. Ich glaube, so zur Geltung kommt das hier gar nicht. Sondern eher in der Schule. Na gut, er kriegt mal das hier. Passt jetzt nicht, aber egal. So, Schlafsachen. Dass die immer eine Brille haben müssen, ey. Wirklich tolle Sachen gibt es jetzt hier auch nicht. Wir machen mal so schwarz, der blaue. Hier vielleicht so ein grünes Oberteil zu oder so. Machen wir das mal so. Partykleidung. So, erstmal diese Brille weg. Ey, das ist ja eine Katastrophe. Ich finde das hier ganz schick, so Gentleman-mäßig. Wobei seine Figur dazu irgendwie nicht so gut aussieht. Oder das hier ist auch nicht schlecht. Oder dann passt das jetzt auch noch zusammen. Der ist echt mager, der Gute. Aber hey, vielleicht wird er noch ein bisschen wohlgeformter. Ja, das passt. Kann man hier ein zweites Outfit machen? So, je nach Laune könnte er nämlich dann auch so ein schickes anziehen. Vielleicht den hier. Nein, das passt nicht. Diese Schuhe dazu, ey. Kann man es aber nicht wegmachen, oder? Doch, kann man. So. Wir lassen den jetzt einfach so. Ich nenne sie jetzt einfach schon mal Delgato Lee. Weil wenn sie dann auszieht. So. Mensch, wir sind voll weit gekommen in der ersten Folge. Nein! Boah, zum Glück ist nicht viel rausgegangen. Und zum Glück ist mein Handy wasserdicht. Habe ich hier natürlich kein Taschentuch, ne? War ja klar. So. Wo ist denn Isaiah? Der steht da. Gehst du mal aufs Klo? So, wir müssen umbauen, aber wir haben das Problem mit Geld und so. So ein paar Sachen können ja schon mal weg. So, das Tablet hier unten zum Beispiel kann weg. Und dann können wir schon mal ein Bett kaufen. Es gibt mit dem Patch auch neue Betten, habe ich gehört. Das kleine Riesenbett. Ist sogar ganz schick. Ich will nur mal gucken, was es so für Ausführungen gibt. Natürlich die hässlichsten Farben des Universums, ne? Also diese Sims-Entwickler, die sind ja echt grandios. So.
würde ihm erstmal so ein blaues geben. Mit grün auf jeden Fall. Wie sind die hässlich? Tut mir leid, aber... dass die hier einfach keine schönen Betten haben für die Kinder. Ich würde ja das hier nehmen, aber das kostet gerade ein bisschen viel. Ne? Wir können ja mal unsere Anlagen hier verkaufen. Und dann können wir uns das vielleicht leisten. Perfekt. So. Frage ist nur, wohin? Wir entfernen mal die Katze. Stellen den mal hier hin und das Bett hier hin. So. Das verkaufen wir auch. Gibt es eigentlich ein Foto von Mama und Papa? Der sowas hier? Ich glaube nicht, ne? Da müssen die beiden nämlich nochmal ein Selfie machen. Ach, ich wollte das hier noch umstellen. Dann darfst du nämlich das erstmal beanspruchen und gehst einfach schlafen. So, und du kannst ja hier hinfliegen. Oder gehen. Okay, er ist auf dem Weg. Dann wartest du mal kurz. Nein, 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 nein. Wir können nämlich schon mal das erste Foto machen. Digga, beeil dich. Oh, du bist so ein Trottel. Du bist so ein Trottel. Dann malt man ein klassisches Gemälde. So. Jetzt haben wir nämlich hier noch die ganzen Fotos für die Mutter. So, Aya macht Sport. Schön, wir haben sie dazu ermutigt. Was macht Emilias? Ihr könnt euch ja mal hier treffen. Hier hingehen. Und du auch. Und dann machst du mal ein Foto mit ihm. Mit Emilias. Oh nein. Und legst bitte die Spaghetti vorher aus der Hand. Du bist mir ja eine, ey. So. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon ein Foto haben, aber hey. So habt ihr euch nicht hingestellt. Aber egal. Hallo? Ich will's umändern. Egal. So. Habt ihr nämlich für Isaias Zimmer noch ein Foto von euch? Das ist ein Ernst. Du sollst schlafen. So, den Rest verkaufen wir mal. Mittlerweile kannst du wieder einen Frosch züchten. Dann. Was machen wir denn mal? Eigentlich kannst du auch mal eine Runde Sport treiben. Training. Dann darfst du hier mal die Toilette verwenden, ein Bad mit Rosenblättern nehmen und schlafen gehen. Du kannst ja mal Abendessen kochen. Mach mal Grillkäse. Danik malt. Ah, er macht Sport. Er schläft. Dann ist ja gut. Ich muss hier gleich mein Energy noch beseitigen. Ich spiele hier gerade einfach weiter. So, Luis. Du bist ja jetzt verlobt mit deinem Typen, oder? Ich muss ihn gerade mal suchen hier. Da. Fester Freund, Liebespärchen. Einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Wenn er nicht gerade arbeiten muss. Okay, Matteo wird gleich hier sein.
einladen, über Nacht zu bleiben? Hörst du mal auf, Alte? Meine Herren, ey. Der malt immer dasselbe Bild, aber hey. So, wir werden jetzt aber mal eine Pause einlegen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.